Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. To Die. To Die. So, wir sind immer noch krampfhaft überladen, durchgehend hungrig. Ich nicht, ich bin schon zu Hause. Ja, ich hab eine Abkürzung genommen. Ja, ne. Deswegen bin ich schon zu Hause und du noch nicht. Ja. Das sind immer die geilsten Abkürzungen, finde ich. Ja, die langen Abkürzungen, ne? Ey, ich muss dir mal... Ey, lass doch die Abkürzung fahren. Was für eine Abkürzung? Ja, fahr mal. Dauert viel länger. 3 Tage später mit Vollbart und Vermisstenanzeige. Yes. Stahlwerkzeug habe ich auch noch mal. Ich hab keinen Stein dafür. Ich weiß nicht, wo ich das reinmachen soll. Holz. Schmeiß ich jetzt auch erstmal rein. Ah, du bist noch am Sortieren? Ja, ich hab ein bisschen was gesammelt, ne? Ja. Da ist er jetzt drin. Jetzt ist hier die Kiste voll. Ja. Deswegen. Ich hab dein Holz einfach gesteckt. Alles gut. Jetzt ist die in der Kiste drin. Die Eisenspitzhacken-Mod pack ich mal mit. Was hat denn die hier alles reingeschmissen? Ja, ich versuch's gerade ein bisschen zu sortieren. Was wie denn? Warum? Hier sind Nägel drinne. Warte mal, ich muss. Das war die Nägel waren schon da drinne. Ich pack das alles immer da rein, wo die Sachen sind. Ja, gut. Außer das Leder. Ich hatte ja einiges beim Laden irgendwie was durcheinander geworfen, ne? Ja, hier ist auch falsch. Falsch. Spitzen, die können wir doch stacken. Kann ich ein Fahrrad bauen? Ich weiß nicht. Die Glasdings packe ich auch mal hinten bei den Steinen und so mit rein. Eine ganz maskuline Stimme. Hast du noch einen Revolver? Ja. Auf Tasche? Ja. Kann ich 2 Mods nehmen eigentlich? Wo soll ich denn das ganze Metalldings hier hin? Ach, da. Da ist das. Wo ist das hier? Nee, das geht leider nicht. Der Lappen. Da, ach, da ist oben. Ein Lappen. So. Maximaler Überforderung. Das packen wir da jetzt mit hin. So, dann haben wir hier noch Datten. Wo sind denn diese... Angelblei, hatten wir das überhaupt schon? Angelblei? Hm? Ja, in der unten links in der Kiste. Da bin ich doch gerade drin. Ja. Geh doch einfach, du hast doch über dein Inventar diesen Karton mit dem einen Pfeil. Ich will das vernünftig wegsortieren. Ja, machst du ja, wenn du da drauf drückst. Nein. Aber vielleicht kannst du auch in die Schmelze packen. Ich habe den vielleicht auch schon eingeschmolzen. Stuhl habe ich noch mitgenommen. Papier? Hatte ich hier nicht eben noch eine Steinschaufel? Ich habe hier ein Metallrohr da oben. Und ein Knirren. Und noch sowas anderes hier. Blei. Wo hast du Blei einsortiert? Schmelze ich hier gleich ein. Kannst du hier einfach mit rausschmeißen. So. Wo jetzt hier? Genau, in der Schmelze einfach. Wie mache ich denn das? Einfach mit reinschmeißen nur. Da auf das andere Blei drauf. Ach da. Und das... Oh. Mensch, jetzt habe ich auch gar kein Blut. So, Knochen. So. Wasser abkochen. Ach, hier Plastikmüll. Oh. Weißer Plastikmüll. Da nicht. Da. So, was können wir jetzt hier noch reinsortieren? Hier gar nichts. Aber den können wir damit reinmachen. Weil den Schnee können wir übrigens mit einschmelzen, ne? Also zu Wasser machen. Zu trübes Wasser. Den Schnee. Ja, wenn du so eine Eistruhe abbaust. Ach so, hab ich noch nicht. Oh, ich kann mich bewegen, ohne dass hier ein Kabel hängt. Das ist so nice. Ich bin jetzt hier maximal verwirrt. Was machst du denn? Das weiß ich auch nicht so genau. Was hast du denn für ein Problem? Ja.
Okay, auch nicht. Wieso ist hier ein Stuhl in der Kiste? Oh, Entschuldigung. Dann packe ich das Blei. Das ey, wir können, Schatzi, mit diesem roten Unkraut draußen, ne? Können wir roten Tee machen mit Wasser. Und was bringt der uns? Ja, was zu trinken. Nee, an Nährstoffen. Steht das damit bei? Wie kann ich das sehen? Du bist jetzt. Wo bist du denn bei? Roter Tee. Ja. Da brauche ich nur Wasser. Wasser-Tee. Und dieses Chrysantheme, diese roten Dinger draußen. Chrysantheme. Ja, roter Tee. Aber steht leider nicht mit bei, wie viel das macht, ne? Mach trotzdem gleich mal ein. Tee ist immer gut. Oh, der ist tatsächlich gut. Ja, müssen wir die roten mal mitnehmen. Ja, ich mache jetzt zwischendurch. Wir haben doch im Lager auch noch welche drin, glaube ich, ein paar. Ich koche jetzt gerade Wasser ab. So. Aber wir hatten doch schon so viele von diesen Motorenteilen. Wo sind die hin? Ach, hier. So, jetzt mache ich mal. So. Aber hatten wir Klebeband nicht auch? Ja, dann siehst du, da müssen wir immer so ein bisschen Wasser. Rot mitnehmen. Achso, du bist noch im Dings drinne? Der kocht gerade. Den Tee. Darf ich da einmal kurz rein? Warum? Bitte? Danke. Ja. So, da. Hat mir einen Tee geklaut. Der hat doch nur einen gemacht, oder? Ja. Bis jetzt schon. Ja, der macht ja nur einen. Ach so. Ach du Pfeife, ey. Bin ich jetzt hier endlich mal aussortiert? Nee, immer noch nicht. Das ist ja unfassbar. Ach, Revolver und so packe ich alles erstmal wieder weg. Wo haben wir denn die Federn? Ja, stimmt. Die habe ich auch gesucht. Oder sind die leer? Ah, die haben wir, glaube ich, aufgebraucht wegen der Pfeile. Ich glaube, ne? Wo machst du die jetzt rein? In die Waffenkiste. Neben den Bögen. Ja, merke ich, du bist da drinnen, danke. So, ich denke, das ist wieder einigermaßen. Nitrat packe ich nochmal um, aber. Ich denke, das ist einigermaßen sortiert wieder. Ja. So, also. Du hast ja wenig Federn gesammelt. Wieso steckt der manche Sachen nicht? Steckt, hast du gesagt. Hier, von diesem Dings haben wir auch viele, von diesem roten Zeug. Von der Chrysanthem? Ja, von dem roten Tee. Ja, vollballern. Ja, volle Kanone. Ich muss jetzt erstmal Wasser holen gleich. Ach so, ja. Haben wir noch leere Gläser? Was bringt... Ja, ich habe 3. Was bringt denn der Tee nochmal? Hattest du das jetzt gesagt? Maximale Ausdauer und verringert, dass man Hunger oder Durst bekommt. Ja, siehst du, Tee halt, ne? So, den nehme ich mir gleich mal, bevor du mir den wieder klaust. Und zwar für 4 Minuten 30 wird das. Ja. Ach, jetzt habe ich den Fahrradrahmen mitgenommen. Oh, ich wollte eigentlich wissen, ob ich ein Fahrrad bauen kann. Ein Fahrrad. Fahrrad, ich kann Fahrrad bauen. Wir können hier mal 4 Truck. Dafür brauchen wir 2 Räder, einen Lenker und ein paar mechanische Teile. Warte mal. Ich warte. Das wäre doch der Shit, wenn ich schon Fahrrad bauen kann. Ich glaube, wir haben genug. Ich wollte hier nur ich weiß nicht, ob wir den Lenker haben. Den Tee weitermachen. Von wegen, die Ausdauer ist unzerstörbar. Ist beim Laufen auch weg. Warte, ich gucke mal. Ich habe 2 Reifen. Ich habe einen Lenker. Oh, meine Nase jetzt im Gesicht. Und
Ich habe einen mechanischen Dial. Jetzt haben wir hier eigentlich keinen Kochtopf mehr. Wo? Na hier, beim Kochen. Ah, jetzt. Das sind beiden, ist ein Dings und ein Dings drinne. Ja, eben war das gesperrt. Ach so, weil ich gekocht habe wahrscheinlich. Ne? Das kann sein. Ich pack die Baumsamen mal unten in die Kiste, ne? Ja. Oh, ich mach hier mal ein bisschen Tee. Ein bisschen Tee. Ein bisschen Tee. Ein bisschen Tee. Dann wollte ich mal was gucken. Wie viele Punkte? Wie nach was richtet sich hier eigentlich die Punkte? Oh. Jasmin, guck mal. So? Wie viele Punkte man kriegt zum Verteilen? Ja, wenn man nee, hier hoch sich hochstufen will, nach was geht denn das? Wann kriegt man denn die Punkte? Wenn du XP gesammelt hast, bei Bäume fällen, also alles, was du abbaust, alles, was du aufbaust, Zombies töten, überall kriegst du XP für. Und wenn du genug XP hast, dann levelst du. Und dann kriegst du die Punkte. Kannst du einmal kurz rauskommen aufs Geländer? Ich muss dir was richtig Cooles zeigen. Wo denn? Nach vorne quasi. Also oben raus und dann einfach nach vorne gehen. Okay, siehst du mich? Ja. Er hat sich echt ein Fahrrad gebaut, ey. Guck mal, wie das aussieht. Guck mal. Hopfen, ey, hier wächst ja alles. Okay, die Steuerung ist ein bisschen... Voll gut. Du siehst aus, als lernst du es gerade erst. Ah, so ist die Steuerung gut. So, ich geh mal looten. Hat das Fahrrad eigentlich ein Inventar? Auf. Genau. Öffnen. Kosmetische Gegenstände, Modifikation. Ach, das Wasser. Aufschließen. Nehmen. Wenn ich die Wasserflaschen, die leeren. Reines Mineralwasser. Nee, da ist Wasser drin. Wie der sich aufsetzt. Das Fahrrad hat sogar ein kleines Inventar. Das ist ja cool. Einmal Wasser holen. Wenn ich hier runterkomme, heißt es. Meinst du, wir haben ja Tag 8, ne? Und ich war ja, glaube ich, am allerersten Tag. Ich guck mal, ob hier wieder Loot ist. Boah, ich bin richtig schnell. Müssen wir gleich mal hier aufräumen, ey. Nils Armstrong. Du meinst die Basis? Den Zaun und so machen. Ja, das machen wir bei Nacht. Leere Mülltonne, hier ist leider nichts nachgespawnt, wie es aussieht. Ja? Aha. So, jetzt habe ich erstmal. Bin mal echt gespannt, wann der Loot wieder zurückkommt. Oder bleibt das für immer weg? Ich weiß nicht. Kann ich einen Bunny Hop? Nee, das ist Bremse. Da kein BMX, oder? Naja, wäre aber cool gewesen, ne? Er hat schon wieder Hunger, ey, ich glaub's nicht. Ich springe doch Leertasten, na, schade. Oh, eine wunderschöne Fahrradtour durch die Berge. Haben wir hier gerade aus. Wobei du hast gesagt, hier sind viele Bären und so, ne? Hier bist du ja immer gestorben. Auf der anderen Seeseite. Ja, ob da Bären sind, das weiß ich nicht. Ach so, du bist. Aber nur... Wölfe waren da. Irgendwelche Viecher. Ich habe gerade einen Zombie mit Superkräften gesehen. Mit Superkräften? Superkräften. Hat er gemacht? Der konnte in der Luft hochklettern. Und er winkt mir. Er sagt, ich soll zu ihm kommen. Ja, wink doch mal zurück. Was geht ab, Bro? Mach mal High Five mit ihm. High Five in dein Gesicht. Irgendwie ist der
umgefallen. Hier, du kommst doch sowieso nur angekrochen, ne? Ich komm zu dir. Ihr kommt angekrochen. Ja, hier. Boah. Ganz schön feige, oder? Dass ich jemanden schlage, der am Boden liegt. Ja. Hier brennt Licht in der Hütte. Cool. Ach, das ist alles leer, Jasmin. Ja, Patrick, kannst du jetzt aufhören, nochmal Jasmin zu sagen? Ja, es tut mir leid, Jasmin. Es kommt nicht wieder vor, Jasmin. Warte, 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 warte. Nein, lauf nicht weg. McNugget hat mich schon wieder reingelegt. McNugget. Hühnchen. Kann ich es mit dem Fahrrad überfahren? Ja, das ist mir jetzt zu doof herauszufinden. Das hätte, glaube ich, gehört, wenn das geschrien hat. Hätte. Nein, ob ich jetzt, dann wäre ich umgedreht. Ja, aber wenn du es getroffen hättest, hätte es, glaube ich, geschrien. Ja, das macht ja nichts. Kann ich einen Zombie mit dem Fahrrad überfahren? Ob getroffen hättest, au, nein, aber er kann mich schlagen. Er hat es kommen sehen. Ja, er hat mich kommen sehen. Der sieht doch so aus, wie er aussieht jetzt. Absolut zerstört, psychisch, im, psychisch am Ende. Stand er da, oh mein Gott, ihr Perverser. Und dann hat er mir eine gepfeffert. Gepfeffert. Da hat er mir die Semmel lang gezogen, hat er mir. Leere, achso, leere, ja. Wenn der leer steht, brauche ich ja nicht mehr reingucken. Das macht ja wenig Sinn. Welche Taste? Ah, ich glaube, ich muss weitere Strecken zurücklegen. Leider. Leider. Rider. Schade, Banane. Ist das halt so. Oh, Müll, unberührt. Schade, Schokolade. Geil. Schade, Banane. Geil, unberührter Müll. Ich hab ihn angefasst. Hat sich aber so gar nicht gereimt. Okay, ein Reim, ja? Ein Reim, zwei Bein, Knüppel ins Gesicht. Ja. Jubel mir zu! Haut dich vom Hocker, ne? Ja. Oh, Stuhl. Das sieht so ungesund aus mit dem Hals. Ich glaube, ich hab's kaputt gemacht. Sag mal, war ich da oben? Da oben war ich doch nicht. Da kann man doch auch hin, wa? Da oben. Aber hier nicht. Ich bin durstig. Aber da ist doch das Dach offen. Alter Schweine. Also, da ist auf jeden Fall was oben. Aber sonst kommst du klar, ne? Au, ah, ah, ich hab Au gekriegt. Au, ah, ah. Au, ah, ah, ich hab Au gekriegt. Hier ist Stacheldraht. Wie alt warst du Inge, noch mal? Inge, aua. Ich bin in den Stacheldraht gesprungen und der hat mich gepiekst. Inge. Inge, Burg. Hier, ich hab Schysanthem gefunden und eine Dose. War in einem Rucksack versteckt auf Dach. Ja, ich hack hier gerade die roten. Hacken? Ich hack ja, die Blumen. Ja. Ja, hier mit der Axt. Stell mir vor, einer hackt so, so ein Gärtner, weißt du, so. Boah, die Rosen sind reif. Ja, umhacken hier, umgraben. Ja, dann fahr ich hier mal einen Berg hoch, wa? Oh, das regnet? Ich erweitere jetzt meinen Horizont. Horizont? Ja. Ich bin nass, warum? Weil es regnet. Ich höre den Regen, aber ich sehe doch, ich sehe ihn doch, ja. Ja, ich hab's auch nicht mitgekriegt. Hier ist noch Gammelfleisch. Wo gönnt der? Besser wie nix. Leibspeise. Da kriegen wir Nitrat raus, weißt du? Und wir brauchen Gammelfleisch und Nitrat für Beete. Beete? Für Beete. Aber nicht für rote Beete, für braune Beete. Und zwei Nestas habe ich noch. Nicht verwechseln mit der Kirche. Braune Beete haben nichts mit Beten zu tun.
Betten. So, ich tue mal ein bisschen Ride, wa? Was machst du? Was machst du denn jetzt? Du verprügelst also Chrysanthemen, ja? Ich bin jetzt wieder zu Hause und mach Tee, weil ich habe Wasser geholt. Jetzt koche ich das ab. Und dann koche ich wieder Tee. Oh. Jetzt ist doch... Hier ist noch ein Händler. Und hier ist noch ein Hühnchen. Ich bin so blöd, ey. Ich kann das Hühnchen nicht überfahren, weil ich zu fett bin, um den Berg hochzukommen. Ah, ich kann die Nester nicht ignorieren. So, was haben wir hier denn noch? Hätte Eier und ein Stein. Hier ist auch noch ein Nest. Mit Federn. Indianer. Oh, hier ist auch noch ein Nest. Aber wenn ich zu Fuß bin, laufe ich immer. Wenn ich nicht zu Fuß bin, also mit Fahrrad, immer wenn ich meine Radtouren mache, jedes Mal, fahre ich ganz chillig. Das Problem ist, ich habe jetzt kein Geld, ich habe nichts, was ich wirklich verkaufen kann und ich habe Hunger und Durst. Ja, und ich habe auch nichts zu trinken. Ich mache gerade hier, versuche jetzt auch Essen noch zu machen. Ja, ich düse jetzt hier einfach mal den Weg lang und hoffe, dass ich eine Hütte finde. Grilltes Fleisch. Ein idyllischer Fahrradausflug. Ich habe keine Ausdauer mehr. Offroad. Ja, it's me. Ingeborg. Ja. Warst du hier schon drinne? Was ist denn besser, gekochtes Fleisch oder gegrilltes Fleisch? Ja, das ist eine gute Frage, da habe ich auch noch nicht drauf geachtet. Kann ich dir sonst noch weiterhelfen? Stimmt, gekochtes, oder? Ich weiß nicht, ob gekochtes Fleisch dir auch Wasser bringt, weil du ja mit Wasser kochst. Ja, ich weiß. Oh Gott, ich habe mich erschrocken. Ich koche das jetzt einmal ab, damit hier mal was zu essen. Hallo, Sir. Stört Sie das, wenn ich Ihren Müll durchsuche? Dankeschön. Er hat da kein Problem mit. Er hat gesagt, Hauptsache, du hast deine Alte nicht dabei. Ich sage, nee, die ist nicht da. Hier ist eine Hundehütte. Achtung vor dem Hund, steht da. Maskulin. Oh, das ist Stein. Messing. Messing, ein leeres Glas und Eisen. Also, Speck mit Eiern könnten wir auch machen. Ja, mach doch mal. Wenn ich Wildbret jetzt mache. Ja, aber ist das jetzt das Wildbret als Steak oder? Ich hab hier, ich glaube gar nicht gebraten. Ja, also noch roh oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich baue hier Beete ab. Ich habe gehofft, dass ich den ganzen Block kriege, aber ich kriege nur Zutaten für ein Beet. Ah? Ja. Auch arme Eier? Du brauchst Eier? Ich guck mal, ob wir Eier haben. Hello! Ich brauche 5 Wildbret, habe ich ja nicht. Ist anybody here? Oh, ich wollte sie nicht bei ihrem Nickerchen stören. Legen sie sich wieder hin. Oh. Das ist ziemlich makaber, wenn man in so einer Ranzbude in der Küche auf dem Boden sitzt. Backende Kartoffeln. Sir, sie haben ein dezentes Problem. Die sehen irgendwie verliebt aus. Okay, jetzt ich mache noch eine gebackene Kartoffel. Wunderschön, wie sie ist. Wäre ich, danke. Hä? Ach, du bist ja, ja. Ja, ich meine dich. Nur dich. Ja. Einzig und allein. Für nicht immer. Dich. Und erwisch. Was ist denn das für eine Ranzbude? Kein Wunder, dass die alle tot sind. Hier ist ja nichts zu futtern. Alles ist unberührt und alles ist leer.
Oh, trübes Wasser. Wow. Und Schüsamteam. Oh, ich habe noch einen Grill gefunden. Ein Kochgrill. Den nehme ich mit. Und einen Kaffee. Den knall ich mir gleich rein. Muss ich sogar. Ey, die Hütte ist so was von leer, ne? Wie haben wir Rezepte bei Eier. Ja. Habe ich die Schränke alle durchforstet, um festzustellen, dass die alle leer sind. Ein Bücherregal. Bauplan Jagdmesser. Durch Lesen des Bauplans kannst du lernen, wie dieser... Was war jetzt nochmal mit dem Spiegeleier? Mit dem Schneeball? Den kannst du zu trübem Wasser kochen. Durch Lesen des Bauplans kannst du lernen, wie dieser Gegenstand gefertigt wird. Die Qualität des gefertigten Gegenstandes wird durch die vorherrschende Eigenschaft bestimmt, wie etwa Schrotflinten-Messias. Für alle Schrotflinten, einige Gegenstände werden aus Teilen und Schrott derselben Teile, bla bla bla. Lern ich. Und dann habe ich nochmal... Hier. Neun Leben. Die kann ich dann wieder voll machen. Kann ich hier einfach durchgehen? Nee. Jetzt hab ich auch noch Hunger. Cool. Warte. So. Ein bisschen Lumpen. Ein paar Lumpen habe ich gekriegt. Das gekochte Fleisch bringt 10 Wasser. Zehn Wasser. Ja, das esse ich jetzt erstmal. Wir müssen auf jeden Fall nach sag schon mehr Fleisch suchen. Ja. Kann ich da was machen hier? Nee. Einmal. Das ist jetzt hart enttäuschend. Ich habe hier einen Sack gefunden, ne? Aus dem gucken Pumpguns, Sturmgewehre und alles mögliche raus. Dann gucke ich da rein, was da drin ist. Ein selbstgebauter Stab zum Zuschlagen. Aber der Stufe 4 ist immerhin besser als mein Knüppel. Allerdings ist der schon fast runter, der Stab. Ja, ich nehme den erstmal mit. Und ein bisschen Schisspulver. Ich habe mich erst richtig gefreut, ey. Dann wurde ich so enttäuscht, weil da einfach nichts drin war. Na, die Bäume wachsen aber schnell hier, du. Das ist mein Spezialdünger, den ich darauf gekippt habe. Hast du aufgepullert oder was? Ja, hier ist noch ein Rucksack. Ein Stufe 2 Bogen. Extrem, oh. Bruder. Hart. Hardcore. Ja! Klasse Moves! Au! Au. Er hat mich erwischt. Geronimo! Aua! Ich sollte diesen Blödsinn lassen. Ja. So, weiter geht's! Ich hab ein geprelltes Knie, gestauchtes Knie. Oh, ey, du kommst immer kaputt wieder, ey. Und ich hab Hunger. Oh, hier ist. Ja, hab ich den durchsucht? Kartoffel und Ei gemacht. Ist leer. Wieso ist hier der ganze Müll leer? Hier ist ja nix. Die Loot-Tour hat sich bis jetzt nicht gelohnt. Was hast du gemacht? Farbe kann ich auch machen. Cool. Oh. Ein Vogelnest. Ich habe 4 Federn. Daraus können wir uns ein wunderschönes Federkleid bauen. Fleisch kommt erstmal da wieder rein. Ey, weißt du was? Nee. Hier sind 2 Vogelnester. Und wow. In dem einen waren wieder 4 Federn. Wow. Und 24 Holz habe ich im Müll gefunden. Wow. Ey, wieso schmeißt man 24 Holz weg? Die kann man ja immer gebrauchen. Jasmin? Was denn? Ich glaube, ich bin am Ende der Welt angekommen. Nee, ehrlich jetzt mal. Ja? Da ist tote Fläche. Also es sieht nicht sehr einladend aus. Mein Fahrrad fährt weg.
Alleine? Ja, halt. Wieso? Den Berg runtergerollt. Was ist hier passiert, Sir? Sie sehen dezent mitgenommen aus. Runter von meinem Fahrrad, das ist Privateigentum. Weg da. Ich weiß, was passiert ist. Alter, hier herrscht die Dunkelheit. Hier hat's gebrannt. Hier ist schön. Hier herrscht die Dunkelheit. Hier ist schön. Ausladend. Achso, das kann ich hier ausmachen. Einladend. Die frische Natur. Nee, also hier ist... Holz jetzt eingepackt, ey. So einen Baum habe ich noch nie gesehen. Ich will mal gucken, wie viel Holz der bringt. Oh, hier kriegen wir sogar Kohle aus den Bäumen, weil die alle verbrannt sind. Aber ich habe keine Ausdauer, weil ich Hunger habe. Ich habe auch noch kein Essen gefunden. Ich könnte das ganze Fleisch essen. Ich kann das echt essen. Ich fäll hier mal einen Baum, aber das lohnt sich nicht wirklich. Das gab jetzt 4 Kohle und... Also 8 Kohle, 76 Holz. Das ist ziemlich düster hier. Soll ich hier trotzdem langfahren? Ich meine, ich habe die schöne Welt noch gar nicht gut beobachtet. Also, erst spät. Hier ist ein Karnickel. Das kriege ich eh nicht. Hier hinten ist ein Haus. Ich gucke da noch einmal rein. Oh, hier ist irgendwas Großes. Coole Sache. Ist kein Haus, sind nur irgendwelche Überreste. Da stehen 2 Wände. Hier ist so eine Funkmaststation. Ey, ich meine mich gerade. Ich habe meine Steinachse auf 2 jetzt. Oh, sehr gut. Das hört sich hier gruselig an. 3 Stück davon. Gut. Hier ist auch mega viel Müll. Geht nur auf 2. Ich dachte, das geht nur auf 3. Okay. So. Das hat sich gelohnt. Ja, ich weiß auch nicht. Moin! Huch! So. Er hat mal einen Standpunkt klar gemacht. Jetzt bin ich hier der Boss. Hier ist halt alles im Eimer, Jasmin. Alles kaputt. Hier ist noch so eine Hütte. Ich würde mit dir vielleicht... Oh, ich bin sehr hungrig. Scheibe. Wollte ich sagen. Scheibe. Glas aber auch. Dose. Hier ist so eine Werkstatt. Kann ich den Motor abbauen? Das wäre cool. Ja. Gab jetzt nicht so viel, wie ich dachte, für die Größe, aber... Ich habe hier so einen komischen Kühlergrill oder so. Ich bräuchte jetzt langsam was zu essen. Dann muss man nach Hause kommen langsam hier. Ja, ich bin gleich tot. Der Mutti hat gekocht. Das klingt doch sehr gut. Was gibt's denn, Mutti? Kartoffeln mit Ei. Boah, fette Potatoes mit Eggs oder was? Ich hab nochmal 19 Stein gefunden. Scheiße, ich bin... Au! Ah, ich hab die Schaufel genommen! Hilfe! Aua! Ich hab die Schaufel genommen, du. Okay, das sind nur menschliche Zombies. Ja, hier war so ein Zombiehund. Menschliche Zombies, menschliche Zombies. Die sind doch irgendwo da drinne, tief im Innern.
Wir dürfen sie nicht töten. Ich fahr mich schnell genug weg. Ich höre doch hier noch was. Ich bin infiziert. Wir beide müssten vielleicht noch mal zusammen Quarantäne. Ey, Kacke. Ich brauche was zu essen. Ich gehe noch tot. Ich gehe noch tot. Ja, hier ist jetzt so ein Zombie. Ey, wenn ich hier sterbe, dann kotze ich ab. Dann muss ich die Sachen wiederholen. Wie weit ist denn das? Ja, ich bin... Ich bin eine kleine Ecke weg. Ich habe halt nichts, was ich nehmen kann. Ich habe nur so ein bisschen Gammelfleisch. Diese Zettelage auch. Kommt der Dicke hier auch noch hoch? Ich krieg ein zu viel. Abklopfen kann. So. Outplayed, Alter. Oh, hier ist ein Schacht. Da sollte ich runtergehen. Ja. Hier ist eine Küche. Hier muss doch irgendwas zu essen sein. Eisen. Eisen. Eine Dose. Ich sterbe hier. Trübes Wasser. Ich meine, zur Not könnte ich auch das zubinden, aber... Hast du dir nichts mitgenommen? Ich bin halt nicht so gut ausgestattet, wie man hätte annehmen können. Und ich bin hier vielleicht eingesperrt. Aber nicht so eingesperrt, wie ich dachte. Ärgerlich. Ja, das, also die Zombies kann ich mir hier gerade nicht antun. Du, es kann wirklich sein, dass ich hier sterbe. Ich komme hier nicht mehr raus. Ja, was soll ich jetzt machen? Rette mich. Wo bist du denn? Ja, in einem verbrannten Gebiet. Das ist schön, wenn du mir nicht mehr sagen kannst, wo du bist. Aber es freut mich, wenn ich deine Aufnahme irgendwann angucke, dann werde ich sehen, wo du warst. Ich bin halt voll am Arsch. Ich hab keine Ausdauer. Ich hab nichts mehr. Jetzt hau doch mal zurück, Alter. Ich werde hier sterben. Hält euch das auf? Ein bisschen. Boah. Er ist durch den Boden gebackt. Vielleicht bin ich sicher. Hier geht noch eine Leiter runter. Da kommt die Leiter hoch. Ich kriege also. Jetzt kommt der Fettsack hier auch runter. Wie hat denn der die Tür aufgemacht? Nein. Ich habe mich hier erstmal eingesperrt. Wo ist denn hier nichts zu essen? Blei. Wow. Dose und Nägel. Was ist das? Versandkiste Shotgun Messias. Ja, gut, da wird ja kein Essen drin sein, ne? Ich weiß nicht. Ja, ich krieg ein zu viel. Ich werde jetzt nicht mal hier die Steine mitnehmen, weil zum einen bin ich überladen. Ich komme hier nicht raus. Ich glaube... Ah, okay. Okay, ich bin wieder draußen. Ich werde es vielleicht nicht bis nach Hause schaffen. Okay. Es kann sein, dass ich vorher verhungere. Aber ich versuche mein Bestes. Ich hänge am Briefkasten fest. Mein Fahrrad ist zu 99% heile. So 1% kaputt. Ich jetzt. So 1,4 Kilometer habe ich jetzt vor mir. Ich hoffe, ich schaffe das. Ich glaube irgendwie nicht dran. Ich muss ja auch um diesen dämlichen See herum. Kann ich nicht die Eier essen? Oh, ich kann das gerade nicht benutzen, weil ich auf dem Fahrrad bin. Oh, ich bin so doof. Ich kann doch die Eier essen, auch wenn die roh sind. Ja, du kannst das tatsächlich. Tatsächlich. Das dürfte mir zumindest ein bisschen helfen. Ich komme jetzt aber trotzdem erstmal nach Hause, ne? Aber hier müssen wir nochmal hin, wenn du auch ein Fahrrad hast. Mhm. Ich glaube, das ist eine interessante Gegend für uns. Meinst du?
Ja. Ich bin mir relativ sicher. Ja, wir haben jetzt 40 Minuten. Ich würde sagen, ich komme noch ganz fix nach Hause geradelt. Und den sind wir. Okay. Aber die kleine Radtour, die nehmen wir noch mit. Oh, ein bisschen hier kulturelles Gut begutachten. Die Einheimischen. Oh, wann ist denn mein Bein gebrochen? Wann ist das denn passiert? Immer wenn du so vor Schmerzen die macht, denke ich, du kicherst. Bist du überhaupt noch da? Ich bin noch da, ja. Ah, cool, cool, cool. Was hast du denn gemacht? Bekomme ich jetzt wieder und du hast einen richtigen Bunker hingestellt? Ist alles aus Beton? Nee, Beton nicht, aber Holz erstmal. Also ich versuche gerade, aber ich brauche Materialien gerade. Ah, es scheitert wieder an dem Matz. Ja, weil ich fange jetzt mal an, hier ein paar hier Formen, hier, wie heißt das? Rahmenformen? Ja, als Zaun zu machen erstmal. Weil die halten, ja, die sind ja sehr stabil, ne? Holz hat 500. Wenn wir die auf Stein machen, haben die, glaube ich, 1500. Geht denn das auf Stein? Na, wenn du diese Kieselsteine hast und dann mit der Axt auf rechte Maustaste. Ja, aber ich muss ja erstmal Holz machen. Ja, und für die Kieselsteine müsste man Stein sammeln, so gesehen. Man müsste vielleicht auch nochmal wieder Holz sammeln. Erstmal, es ist ja erstmal, dass die nicht so schnell wieder durchkommen. Ja. Dass da überhaupt irgendwas ist. Wir müssen mal gucken, dass wir jetzt hier nochmal so einen kleinen Fahrradständer irgendwie oder Fahrradschuppen bauen. Das ist ja jetzt wohl erstmal nicht wichtig. Doch. Ich habe Angst, dass das geklaut wird. Ich pack das erstmal im Schuppen, ja? Im Loch. Oh, der Schuppen ist offen. Da fühle ich mich aber nicht sicher. Ich habe keine Rahmenform. Ja, wir können ja auch zumindest einmal schnell die Sachen aussortieren. Und was essen. Damit ich nicht das nächste Mal sterbe, wenn ich das Spiel starte. So, wo hast du hier Speck und Eier? Im Grill? Ach, du hast nur Eier gemacht? Ich dachte auch. Ja. Hörst du mir eigentlich auch zu? Ja, aber ich habe das anders verstanden. Ich dachte, du konntest irgendwas kochen, so ein Gericht mit Ei und Kartoffel. Und dann habe ich gesagt, da brauche ich 5 für oder 6. Ach so, Fleisch. Ach so, Entschuldigung. Und das hatte ich nicht. Das habe ich dann missverstanden. Naja. Was ist denn das? Messingheizkörper? Wir brauchen mehr Kisten, habe ich das Gefühl. Ja. So, hier haben wir nochmal einen Schlagstock der Stufe 4. Oh. Ach, ja. Ja. Hier noch einmal aus. Ich kann noch zweimal gekochtes Wasser machen. Let's do it! Let's do it! Let's do it! Haben wir gar kein Blei mehr so? Nee, haben wir nicht. Aber ich habe hier noch eine Stufe 2 Bogen und Gewehrteile. Ja, wir müssen unbedingt mehr Kisten machen und andere Kisten vielleicht. Also irgendwie besser aufteilen noch. Wir haben 4 Stufe 1 Bögen. So,
Und sonst habe ich nur noch Blei. So, das geht noch 5 Sekunden. 3, 2, 1. Risiko! 3, 2, Risiko. Und hier nochmal mein dickes Rohr. So, dann würde ich sagen, wir beenden die Folge hier. Nächstes Mal, mal gucken, was machen denn die Beete? Warte, wir beenden die noch nicht. Hab ich doch gesagt, die wachsen. Kürbis ist... Ja. Anbaustufe schon. Hopfenpflanze, den könnten wir ernten. Aloe Vera auch, ne? Oh. So, und dann haben wir ein Aloe Vera Blatt. Kann ich das... Achso, okay, so. Ein, wie ich das will. Darm. In dem blöden Schnitten. Und Opfen. Genau. So, dann könnten wir hier eigentlich unseren Garten noch ein bisschen weiter bauen. Hier vorne die Stangen vielleicht das alles so ein bisschen wegnehmen. Denn hier eine Latte rüberziehen, eine Treppe runter. Oder alles später. Und hier erstmal eine Leiter. Vielleicht lassen wir das erstmal noch. Dann müssen wir sowieso erstmal haufenweise Material sammeln, bis wir soweit sind. Kann ich den Schuppen hier abreißen hier hinten? Den kleinen? Ja. Ja. Ja, den hier hinten. Den, ja. Den hier. Den? Ja. Oder wolltest du Rasenmäher kaufen? Wenn wir Rasenmäher kaufen, nee, würde ich den da reinstellen. Nee, den bekam hier. Oder das ist dein Schuppen für dein Fahrrad und ich krieg den großen. Nee, ich will hier erstmal einen Zaun bauen. Na gut, dann bau den Zaun. Einen Zaun. Zaun. Was heißt das? Warte. Das dauert ja ewig, ey. Ich hab schon wieder eine Latte auf den Kopf gekriegt. Latte. Eine Latte. So, die eine Ecke hier nur weg. Habe nichts. Was kann ich denn überhaupt aus diesen Hopfen machen? Rezepte. Bier. Hm. Und hier können wir Aloe Vera Creme draus machen. Hm. Ja. Nehmen wir den kleinen hier auch noch weg. Die Ausdauer haben wir nicht. Die Ausdauer. Nee, habe ich nicht. So, langsam, langsam, aber sicher geht's weiter. Geht's vorwärts. Wir looten uns hier so ein bisschen durch. Nahrung ist immer noch ein Problem. Ich habe auch leider noch keinen Punkt weiter. Nee, auch nicht. So. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Schaltet wieder ein. Würde mich wie immer freuen. Jasmin würde sich auch freuen. Ich freue mich auch immer ganz doll. Sag das lauter. Ich freue mich. Sag das noch lauter. Ach mal, jetzt ist Schluss. Okay. So, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.